So, da habe ich doch nochmal angemacht. 23:15 Uhr, die nächste Rangliste. Immer noch der 3.12. Die davor war sehr spektakulär. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe den Ton diesmal ausgemacht. Wer schöner für 18 rankommt, dann liegt meistens gut. Ja. Ich hoffe, ich bin diesmal etwas konzentrierter. 13 und 13, 26, dann stehen wir gleich auf 30. Vielleicht kriegen wir ein Zusatzbild. Ja. Dann haben wir schon gewonnen. Weiß nicht, wie wir das noch tricky auf Schneider spielen können. Vielleicht alle Karos runter und das irgendwie Piken abgebrochen werden. Ach, jetzt geht das wieder los. Ja, jetzt hat er wenigstens mal eine Frucht reingehauen. So. Ja. Das sind 18. Das wären 32. Ich glaube, das einzige Bild, was noch drin ist, ist Herzkönig, neben Pik-König. Das ist auch weg. Ja, gut. 18 und 13 ist halt. Oh, der ist jetzt innerhalb von 2 Minuten das sechste Mal offline gegangen. Das ist vielleicht. Guckt sich das mal einer an und zieht daraus die Konsequenzen. Das ist wirklich so ganz armselig. Entschuldigung, aber das kotzt mich wirklich an. Dieses Rein- und Rausgestrüppel, das ist wirklich so. Peak, was? Ich kann auch einfach so drücken. Peak. Der andere braucht natürlich auch für jede Karte sehr lange. Aber dieses Rein und Raus, das ist. Das habe ich nicht gut gespielt. Weg. Und den auch weg. Und jetzt kann ich den noch. Einfach Pikon. Kreuz Ass Ladung. Was passieren? Karo Ass schnappen wir uns. Ein bisschen übermüdet heute, unkonzentriert, aber ja. Schauen wir trotzdem mal, was passiert. So, Karo Ass wurde geladen, offensichtlich. Okay. Da sind wir nicht interessiert.
20 Mann kann. Okay, ich bin Pik auf. Das war schlecht. Gut, den will er trotzdem haben, das kann ich nicht ändern. Haben. Weiß nicht warum. Wollte ihn unbedingt haben mit den drei Kreuzen. Mann, 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 das war doch so unnötig. Das war doch unnötig, unnötig, unnötig. Wir hätten wahrscheinlich eh nicht gewonnen. So, Herzhand müssen wir reizen. Weiß nicht, ob ich bereit bin, 45 und den. Kreuz wäre gut. Das nächste Experiment ist gut gegangen, dass wir die Sprache, dass wir die Sprache verschlagen. Wir sagen nur 18. Wobei man hier auch gut und gerne den 0 rausnehmen kann, häufig. Aber ja, wir haben gerade spielen. Pik Doppellusch, okay. Sieben und 14, 21. Raus. Da kamen wir wahrscheinlich wieder gegangen. Bauern sind schon mal gesprungen. Weiß nicht, ob er drei Karos hat. Das wäre möglich. Wenn er drei Karos hat, dann wäre er immer noch nicht gegangen. Aber ich glaube, dass der noch Herzen hat. Ja. Karo gestellt. Ja, Ass lag noch. Wäre gegangen. Okay. Weg. Müssen wir nein? Müssen wir nein? Muss man nein, muss man nein. Spielen ein optisch seriöses Kreuzspiel. Ich glaube 14 immer gedrückt. Ich weiß nicht genau. Okay, das ist gut. Ja.
24, 27. Ja. Den schauen wir uns noch mal. 82 gegen 5 Trumpf. Gucken, ob der nächste Glückwunsch kommt. Da ist er schon. So, 6er Turin Kreuz mit 2 im Halbwegslauf. Kommen wir ran für 18. Für 18 ran, finden seriös. Haben zwar dasselbe Spiel, nehmen das teure. Logisch. Kreuz, 10 gedrückt. Ich glaube, wir langen zweimal von oben hin. Außer es kommt Herz raus. Mit blanker 10, dann können wir Unterzug für Schneider probieren. Okay, den schnappen wir. 28, 30. Okay, dann kann man auf Schwarz gehen. Er hat jetzt die Kreuz 10, der wahrscheinlich, ne? Glückwunsch. Vielleicht kommt der nächste Glückwunsch, dass er ihn ganz oben nicht gezeigt hat. Die einmal Trumpf geht noch. Vielleicht haut er die einfach bestellte Herz 10 rein. Da muss jetzt Herz. Ah, jetzt hat mein Kumpel. Nee, da hat er die 10 nicht, sonst hätte er das auch gemacht, glaube ich. Lustig, ja. Kreuz mit 2 in Schneider, wieder ein super Start hier in die Liste. 488, Spiel 7. Nach einer gerade. Sehr, sehr interessant gespielten 1000, keine Ahnung, Liste. Ist, oh, ist Trumpf. Gut, ich habe ihn einfach bestellt. Zeigt meine Herzstärke an. Ich glaube mal, ob das gut ist. Ja, gut, das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Nicht Kreuz, nicht Kreuz. Ich spiele Bauern. Das ist nicht so schlecht. Was mache ich denn? Scheiße. Wieder den Faden komplett verloren. Ach Mann, ey. Ah, oh, ich hab, das ist das zweite Mal heute, dass ich. Ja, ich habe doch sogar sorry geschrieben. Zweite Mal, dass ich denke, es ist kein Bauer mehr draußen und deswegen eine volle Lade. Also das ist ganz schlimm, Alter. Ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Der Gang war mausetot.
Ja, weil wie geht denn das auch, dass der den Bauern nicht abholt? Das ist unvorstellbar, unvorstellbar. So, okay, vier Augen gedrückt für 18 Karo. Meistens kein gutes Zeichen. Gucken wir mal, wie viel Trumpf diesmal stehen. Ja. Ja, okay, ja. Vielleicht ist. Oh, ist gar nicht so schlimm. Oh, es wird. Hell. Es wird immer heller, die Grasreihen. Da knabbern wir, schieben wir nach, ziehen den, dann haben wir gewonnen. Ja, aber das Gegenspiel gerade, ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also, aber gut, sollte er wenigstens auch mal dabei. So, 14 gedrückt, Pikspiel. Schon beide Male drei Züge im Voraus im Kopf gehabt, die gar nicht passiert sind und habe aber trotzdem so gespielt, als wenn die passiert sind. Ganz, 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 ganz schlimm. So, okay. Solange es bei meinen eigenen Spielen okay, nicht passiert, ist ja okay. Vorhin war ich auch kurz davor beim ersten Spiel in diesem Gang, übrigens mit Pik Dame zu dritt. Das erste Ass hatte ich im Kopf schon mit Pik Dame stechen wollen, aber das hat noch rechtzeitig dann funktioniert, dass es dann doch mit dem Bauern passiert ist. So, 14 gedrückt, Pik Spiel. Ich glaube, der ist auf ihn nicht gut zu sprechen. Das heißt, könnte sein, dass der mich begünstigen könnte. Im Zweifel. Gut. Hier kann er mich jetzt nicht begünstigen. Doch. Sehen. 18. Könnte für den Räuber sprechen. Links, ja, 7 ist ja klar. 14, 18. Ich muss den Doppelläufer spielen, das geht nicht anders. Und Trumpf natürlich. Steht 1-1. Welcher Junge sticht? Er sticht mit dem richtigen Jungen. Alles unwichtig. Einfach Pik gewonnen. Ach. Schöner Nullansatz. Also, nein, natürlich kein schöner Nullansatz, sondern ein schlechter Nullansatz. Ja, der Gang, der war wirklich eine Katastrophe. Ah, oh, im Gegenspiel. Naja. Muss in Fallen zugeben. War egal, der hatte schon gewonnen. Ja, gratuliert er mir jetzt nochmal. Diesmal habe ich keine Schuld gehabt. Okay, hält sich zurück. Bei weg, weg bin ich in Gefahr. Wenn 18 gepiept werden, werde ich ihn laufen lassen. Unterm Ass. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Wir machen blank auf mit Angeln. Er ist zwar bis jetzt immer raus und rein oder sie, Spieler 3, ständig rein und raus und hin und her und Glückwunsch geschrieben, aber
Eigentlich hat er bis jetzt seriös gereizt, von daher ist auszugehen, dass das schon ein starker Gang ist. So war es auch. Piepen wir 20 oder nicht? Das sagt uns gleich das Licht. Naja, also entweder nehme ich den Karo mit 2 Rods oder ich reize gar nicht. So. Ich bin auf jeden Fall in Gefahr. Okay, er sollte ins Pik als bestellt reinhauen, das wäre ganz gut. Ja, das sieht nicht gut aus, das Spiel auf jeden Fall. Der Aufschlag war schon nicht gut. Wir spielen trotzdem von oben. Einundvierzig immer schon. Doch alles gut geworden. Das sind alles aufregende Spiele. Er ist mit Sicherheit kein Plusrechner. Offline in der Hand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier von 0 rankomme. Das wäre ein richtiges Weltwunder. 711 in Spiel 14. Naja. Herz oder Karo, Bindekarte. Karo, Bindekarte ist theoretisch gewonnen. Herz, Bindekarte. Da gibt es halt auch nur vier Bindekarten. Nebst zwei schwarze Treffer passend. Naja, grenzwertig. Manchmal kann es auch sein, dass eine gute reicht. Letzter Stich, 11. Warum liegt der Kreuz 10? Wahrscheinlich, weil er so genau hat. Den hat er sich, glaube ich, auch noch 10 mal ganz gut kreuzen. Mal runden oder wie?
Ach ja, wir müssen ihn nicht reizen. Das ist einfach auch. Eine halbe Karte zu schwach, der graue Hand. Herz. Okay, ich möchte nicht in seiner Hand stecken. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir gerade drin oder draußen sind. Den habe ich auch vergessen, misshandelt. Natürlich hat er jetzt aus einem Kreuzunterzug, war auch eine Katastrophe. Warum spielt er nicht gleich Kreuz? Ja, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. In dem Fall doch. Zwei Gegenspiele schon verschenkt. Hi. 751 Punkte, zwei Gegenspiele grob verschenkt oder eins grob verschenkt. Ich darf Kreuzlusche nicht stechen. Ich muss darauf verzichten. Pik. Karo abgeworfen. Herz ist Stechfarbe. Es muss jetzt Pik kommen. AB10. Wenigstens war das mal ein Spiel zu. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er keinen Trumpf mehr hat, aber ich spiele es jetzt trotzdem so. Ich muss eigentlich drei Bauern haben. Nein. Musste drei Bauern haben. Ich bin auch wirklich ein bisschen durcheinander. Oder okay. Ist wirklich.
übertrieben. Das ist nur ein bisschen, ich weiß gar nicht, wo diese Karten alle herkommen. Das ist, ach nee, zweimal 1000 Punkte fast auf 18 Spielen und ja, im Alleinspiel habe ich vielleicht nicht so viele Fehler gemacht oder fast alles richtig, aber im Gegenspiel Katastrophe. Naja. So, jetzt geht es nur darum, ob Schneider oder Schwarz. Die Antwort ist jetzt klar. Schneider. Bloß nicht auf den Herzbogen kommen. Na, 1000 Punkte stimmt ja auch überhaupt nicht. 945 wären es. Ja. Ich bin Herz. Karten aufdecken. 945. 945 und davor 945. 18er. Ja, das war der Stand nach drei Serien. Da ist die noch nicht drin. Jetzt kommen hier noch mal 945 drauf. Sind also 2,7 durch 4. Sind also 660, sowas in der Richtung. Okay, das war die Rangliste. Bis bald.